Mahlzeit, meine Freunde, YouTube von der Schalker von der, hier ist euer Schalker wieder. Heute bin ich mal nicht in Gelsenkirchen, heute bin ich in Bad Soden-Allendorf in der Nähe von Kassel, so ein Kurort. Ja, was ich da mache, das ist, ich bin auf Besuch bei meinem Schwager. Er hat hier führt hier ein Restaurant, heißt La Passione und schmeckt wirklich wunderbar. Wer hier in der Nähe ist, soll mal vorbeigehen, wirklich sehr, sehr lecker. Aber was ich hier am besten finde, ich zeige euch mal was. Seht ihr das Haus hinter mir? Achtet mal auf, von mir aus, ich weiß nicht, ob das jetzt links, ja, links, der so schief geht. Astral. Ich denke ganz Zeit, dass bald bricht das auseinander, aber nein, das ist halt so. Schön, hier hast du deine Ruhe. So, bei mir geht es heute um drei verschiedene Aufstellungen für die neue Saison. Wir wissen ja noch nicht, wer kommt, wer bleibt. Eine neue Verpflichtung haben wir ja mit dem Schwolow im Tor. Aber ansonsten, der Rest ist ja noch überall Fragezeichen, wer bleibt, wer geht. Aber ich habe ja mal drei verschiedene Aufstellungen für mich. Das ist, die erste Aufstellung ist mit einem 4-3-3. Bei mir wird spielen im Tor Schwolow. Dann auf der rechten Seite wird der Stamboli spielen, rechter Verteidiger. Da wir noch nicht wissen, was bei Stamboli ist, es ist ja unklar, ob er seinen Vertrag neu verlängert. Da er auch 4 Millionen im Jahr kriegt, müsste er Abstriche machen. Ich hoffe, dass unser Stamboli Abstriche macht und wirklich da bleibt. Dann hast du schon mal eine Alternative auf der rechten Verteidigerposition mit Stamboli. In der Innenverteidigung mit Sanu Kabak, aber zwei starke Spieler. Und links Ocipka. Und ein Dreier Mittelfeld mit Cerda rechts, Mascarell in der Mitte und Rudi links. Ja, Rudi, bei dem sieht es so aus, dass er bei Schalke bleibt. Weil Hoffenheim die Ablösesumme nicht bezahlen möchte. Die wollen die Ablösesumme am besten runterdrücken oder ablösefrei haben. Aber da bin ich ehrlich, würde ich nicht machen, diese ablösefrei, würde ich nicht machen. Dann bleibt er bei uns und kriegt seine zweite Chance und ich hoffe, dann nutzt er die Chance, weil schlecht ist er ja nicht. Er kann was am Ball, hat er ja in Hoffenheim jetzt gezeigt in der Rückrunde, wo wir den ausgeliehen haben. Ja, und dann den Dreier vorne, Dreiersturm mit Rahman über rechts, links der Harit und im Sturmzentrum der Hut. Bei Hut ist das ja so, dass er ja Köln ihn gerne haben möchte, aber die 10 Millionen nicht bezahlen möchte. Und die das Geld auch nicht haben. Und wenn kein Verein kommt und die 10 Millionen Ablöse bezahlt, dann bleibt er eben bei Schalke. Und ich finde es ja eigentlich gut, weil ich mag den. Er hat jetzt in Köln bewiesen in der Rückrunde für mich, wie gut er da war. Er kann ja nicht nur den Stürmer spielen, er kann auch den Zehner spielen. Hast du eine Alternative, auch wenn mal der Harit fehlt. So, das wäre die erste Aufstellung mit 4-3-3. Dann hätte ich noch eine Aufstellung mit einem System mit 4-4-2. Wieder im Tor Schwolow. Rechter Verteidiger, wenn wir den wirklich verpflichten würde, Kahn Eiern. Er kann ja Innenverteidigung, zentrales defensives Mittelfeld und rechter Verteidiger. Dann hätten wir schon mal eine Alternative mit Kahn Eiern. Und wieder meine Abwehr mit Sanu Kabak und Ocipka links. Dann hätte ich ein 2-6er, Mascarell und Rudi. Als 2-6er, ja. 4-4-2, Entschuldigung, kein 2-6er. Meinte Bujalep rechts. In der Mitte mit Mascarell, Rudi und links Harit. Und vorne im Sturm mit Uth und Rahman. Das wäre mein 4-4-2. Das wäre die andere Alternative Aufstellung. Und dann habe ich noch eine Aufstellung. Ich sage ja, Herr Wagner, wenn Sie mich mal fragen, mit System wechseln, kann ich Ihnen sofort sagen, die Spieler haben wir dafür, für das System wechseln. Das andere System wäre ein 4-3-1-2 mit Schwolow im Tor, wie immer. Wenn der kann Eiern, wenn wir den wirklich nicht holen, dann wie gehabt, hoffen wir, der Stamboli verlängert seinen Vertrag und macht Abstriche. Dann wieder mit Stamboli rechts, Sahne, Kabak, Ocipka. Dann mit Cerda, Mascarell und links der Rudi. Dann hinter den Spitzen der Harit und vorne Uth und Rahman. Und da haben wir so viele Varianten. Ich könnte so viele Aufstellungen und Varianten sagen, da wäre das Problem ja nicht. Wie ein 4-4-2 spielen, 4-3-1-2, 4-3-3. Wir haben viele Varianten. Wir haben auch die Spieler auch dafür. Wie gesagt, wenn ein Hut nicht geht, ein Rudi nicht geht, habe ich ja die Aufstellung gezeigt, dann würde ich die auch so einsetzen, weil schlecht sind die ja nicht. Die haben es uns ja bewiesen in anderen Vereinen, wie gut die da aufgetrumpft haben. Ich hoffe, dass die wirklich ihre zweite Chance nutzen bei Schalke
und der Wagen das irgendwie hinkriegt, dann gehe ich mal davon aus, dass wir diese Saison nicht um den Abstieg spielen, dass wir uns etablieren, so von 1 bis 10, so 8., 7., nicht auf Europa League Platz schielen. Werden wir mal sehen. Ja, meine Freunde, das war, was ich gerne mal sagen wollte, Aufstellung, für meine Aufstellung für die neue Saison. Es kann sich nur alles ändern, wenn wir Spieler kriegen sollten oder holen sollten oder wenn uns doch jemand verlässt. Aber diese Situation wie jetzt, so sieht die Situation aus. Und das war's von mir aus. Was schreibt ihr in den Kommentaren, was ihr davon hält oder wie würdet ihr aufstellen mit den Spielern, die wir zurzeit haben, die jetzt auch nicht gehen, weil keiner die kaufen würde, so wie ich das jetzt gemacht habe. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr das so sehen würdet oder eure Aufstellung mal hier auf in meinen Kommentar schreiben. Bin gespannt auf eure Aufstellung. So, ich grüße euch aus Kassel da, Ruhr, Kurort, euer Schalke. Bis zum nächsten Video. Ciao.